Und der ehemalige Koch von Wladimir Putin, der hat jetzt zugegeben, damals die Söldnergruppe Wagner gegründet zu haben. Was sagt das über Putin aus? Ja, lass mich das kurz einordnen. Ich glaube, die Bezeichnung ehemaliger Koch von Putin versteht jetzt auch nicht jeder sofort. Also es handelt sich hier um Jewgeni Prigozhin. Das ist ein steinreicher russischer Geschäftsmann aus St. Petersburg, der dann sich auf Catering spezialisiert hat und auch Restaurants hat. Und da war wohl auch Wladimir Putin häufig zu Gast. Und dieses Catering-Unternehmen hat dann auch sehr viele offizielle Anlässe, wurde da von denen bewirtet. Und so kommt der Begriff Koch Putins zustande. Und Prigozhin hat man über Jahre gesagt, dass er auch der Gründer dieser berüchtigten Söldnertruppe, der Wagner-Truppe sei. Das hat Prigozhin immer wieder geleugnet und hat dann auch Journalisten gerichtlich verfolgt, die das behauptet haben. Und jetzt ist er an die Öffentlichkeit getreten. Jewgeni Prigozhin hat gesagt, ja, er hat diese Wagner-Gruppe gegründet und hat damit also den Schritt aus dem Schatten getan. Was sagt uns das? Dass sein Stern aufsteigt, dass die Reputation der Söldnertruppe hier im Kreml sich stetig verbessert, weil diese Männer im Ukraine-Krieg so etwas sind wie die Frontfeuerwehr, wohl auch sehr zuverlässig agieren. Das heißt, Prigozhin und die Söldner haben ein neues Standing und deswegen wird er sich entschieden haben, jetzt eben an die Öffentlichkeit zu gehen und dieses Schattendasein auch aufzuhören. Und wir müssen einfach abwarten, ob Prigozhin noch neue Posten und Ämter bekommt. Er scheint momentan bei Putin eben, wie ich das sagte, ein gutes Standing zu haben. Christoph, danke für deine Einordnungen nach Moskau. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.